Ah, dann bist du der Beste, aber. So, jetzt auch. Ja, machen wir. Jetzt mal ein Video. Also, die zwei Jungs haben hier ein Quad wirklich sehr schön umgebaut. Wir waren jetzt hier gerade beim TÜV. Passt alles soweit. Hier sind jetzt 9,2 Kilowattstunden verbaut wie bei meinem Motorrad. Die wiegen 56 Kilo, die Akkus. Hier hinten ist mein Motor mit 15 kW. Peak hat er 25 kW. Wir haben den jetzt gedrosselt auf 85 km/h. Das hat er wirklich super gebaut. Die Kette ist wirklich perfekt gerade. Gell? Habt ihr echt super gemacht mit der Kette da. Läuft genau gerade. Zieht super ab, ich bin schon gefahren. Ich habe leider jetzt vergessen, ein Video zu machen beim Fahren, weil ich so begeistert war, mit dem Ding zu fahren. Sind die Akkus wasserdicht in einer verschweißten Aluminiumkiste, sauber verschraubt. Wo ist denn der Schlüssel nochmal? Wo ist der Schlüssel nochmal? Hier unter dem Deckel da ist die Steuerung, aber das ist jetzt alles schon zusammengeschraubt. Hier unten ist der Kühlkörper, das sieht man von dem Controller. So, hier sehen wir die Batteriekapazität, der wird wahrscheinlich 100 Kilometer weit kommen. Das ist jetzt noch nicht richtig eingestellt. Das haben wir jetzt alles, nur der Notausschalter ist hier. Der Tacho, der ist das Zündschloss. Übersetzung ist 1:4. Damit würde er theoretisch 187 km/h fahren. Und rückwärts auch. Und rückwärts auch. Na, Schmarrn. Aber der muss das noch ein bisschen kürzer übersetzen, dann zieht er noch besser an. Also ich denke mal, wenn 1:8 machen würde, das würde er auf dem Hinterrad losfahren. Also wir haben den jetzt einfach begrenzt, dass er nicht so schnell geht. Weil der ist einfach zu schnell. Läuft auf 48 Volt. Und ja. Ich meine, das ist mein Standardbausatz, kann man überall reinbauen. Ich mache nochmal von Weitem ein Foto, wie das geil ausschaut, das Quad. Fährt sich auch wirklich schön. Ich bin jetzt ein paar Mal hin und her gefahren. Licht brennt auch, alles geht. So, dann treten wir die Heimreise wieder an. Bis dann. Tschüss. Und tschüss, genau. Tschüss. Servus.